Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Ich habe mal was zu erledigen. Ich erzähl's dir später, okay? Ey, ich hab alles im Griff. Herein. Entschuldigung. Ich suche Herrn Trautschke. Mein Name ist Solveig Lemaire. Ich mag das Meer. Du bist auch nicht als fertiger Polizist auf die Welt gekommen. Wir werden die beiden einen Tag bei uns haben, anschließend eine Beurteilung schreiben, das ist alles. Die beiden? Ja, die beiden. Zwei Praktikanten, einen Tag. Zu einfach ist es. Ist auch nicht meine Idee, ist eine Anweisung. Blick, warte mal, du hättest doch... Ja, das hätte ich vielleicht. Aber vielleicht wollte ich nicht. Vielleicht wollte ich, dass die beiden bei mir was lernen, was sie an der Polizeihochschule nicht beigebracht kriegen. Ja, warum sagst du das denn nicht gleich? Wenn sie was von dir lernen sollen, hat das ja nichts mit uns zu tun, oder? Ja, sie werden bei mir lernen, wie man mit Mitarbeitern umgeht und vor allen Dingen, wie man Arbeit delegiert. Das heißt, wir haben die ganze Arbeit? Ja, und ich habe den Lorbeer. Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Hurra! Pass mal auf, im Grunde gibt es zwei Sorten von Polizisten, okay? Es gibt die Sesselfurzer und es gibt diejenigen, die halt dahin gehen, wo es richtig wehtut. Das ist ja interessant. Frau Lemaire nehme ich an. Herzlich willkommen, Trautschke. Schimanski haben Sie schon kennengelernt, das sind die Kollegen. Zimmermann, Maybach. Hallo, ich bin Jan. Ina, hallo. Wir sind die Sesselfurzer. Wo ist Ihr Kollege? Der müsste eigentlich schon da sein. Naja, die Kollegen werden Ihnen alles erklären. Wenn Sie Fragen haben, immer raus damit. Wir sehen uns später. Was ist denn los? Ich habe mir erklärt, wo der Unterschied ist. Ja. Willst du Kaffee? Mhm, gerne. Halt, warte. Das ist viel zu gefährlich für dich. Das heiße Wasser, der Kaffee, die Filtertüten. Ach so, du meinst, wir sollten lieber jemanden schicken, der hingeht, wo es weh tut. Ich hab's verstanden, okay? Ich hol den Kaffee. Auch einen Kaffee? Mhm. Sie können mir 200er geben, ich hab's ein bisschen eilig. Schneller geht's immer am Automaten. Ja. Ich hab's lieber persönlich, wissen Sie. Oh, tut mir leid, Herr Becker. Der verfügbare Betrag liegt bei 75,30 €. Ja, schon klar, aber mein Dispo ist erhöht worden. Sie haben keinen Dispo. Ich bin Polizist, okay? Verstehen Sie? Ich bin einer von denen, die einen Arsch retten, wenn es hier brennt, okay? Da ist so ein blöder Dispo über 200 € ja wohl nicht so viel verlangt. Sie können von Glück reden, dass ich nicht den Alarm ausgelöst habe. Ich kann ja nichts entdecken. Frau Kern, wer hat Sie denn angerufen? Ein Kollege von Ihnen, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr. Herr Schmidtke, wenn Sie mal bitte Kühler kommen. Entschuldigung, tut mir leid. Ich hab's eilig. Ja, okay, Entschuldigung. Das ist ein Überfall, ja? Ich geh nur rüber. Los, hier rüber. Reg dich. Los. Hinsetzen. Los hier alle, rüber hier! Bewegung! Komm! 20.000, aber schnell! Komm, beweg dich! Los! Du bleibst bei mir! Was ist los, Bauchschmerzen? Hilf hier auf, schaff sie darüber! Beweg dich! Niemand wird Ihnen hier Schwierigkeiten machen. Was du nicht sagst. Was mit dem Geld? Tut mir leid, ich muss erst eine gültige Kontonummer eingeben, sonst kriegen wir das Geld nicht. Zwar willst du mich verarschen? Hören Sie. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Was mit dem Geld? Mach hin! Aber sein Konto ist nicht gedeckt, wenn Sie 20.000 umbringen, oder was? Deck das Konto. Dispo 20.000 und fertig. Setzen Sie sich bitte wieder, okay? Überfall mit Geiselnahme. Los. Wollt was mit Ihnen? Na, ich dachte, mein Kollege. Ja, wenn Sie lieber warten wollen.
lange noch? Ich kann nichts machen, die Zeitschlösser, das dauert seine Zeit. Ich hab gefragt, wie lange? Minute. Hast du den Alarm schon gedrückt? Nein. Dann tu es jetzt. Wenn ich das mache, da erschießen sie mich. Ich erschieß dich, wenn du nicht drückst. Drück ab! Ich drück schon da. Sehen Sie doch, ich drücke doch. Ja, wunderbar. Jetzt da rüber auf den Boden. Mamutchen, das ist zu aufregend für dich. Du gehst nach Hause. Oh mein Korb. Du bringst sie raus. Geh auf, du kommst auch mit. Los. Schlüssel. Du schließt ab. Setz dich hin, auf den Boden. Wer hat ein Handy? Ich habe eins in meiner Manteltasche. Mach schon. Wer noch? Meins ist in der Umkleide. Gut, und du? Nein, ich habe keins. Was mit dir? Noch nicht mein gedecktes Konto. Kann ich mir auch kein Handy leisten, oder? Glaubst du, dass du witzig bist, wenn du mich hier verarschen willst? Ich will mich gerne durchsuchen. Willst du mich verarschen? Nee, hab ich nicht vor. Alles cool. Und wir sind alle nicht sehr zufrieden mit der Situation hier. Lassen Sie uns einfach das Beste draus machen, okay? Sehr interessant. Und was ist deiner Meinung nach das Beste, hä? Das Beste ist, wenn wir alle... Morgen. Den Täter bewaffnet, maskiert. Hat 20.000 verlangt. Der Filialleiter und eine alte Frau rausgelassen. Die alte Frau ist im Krankenhaus. Schock. Wie viele Geiseln sind noch drin? Der Kassierer, eine Sachbearbeiterin und zwei Kunden. Wir haben alle Autos vor der Bank gecheckt. Wahrscheinlich ist er zu Fuß gekommen. Die Chance zu stürmen? Das weiß ich erst, wenn wir die Gebäudepläne kennen. Morgen. Morgen ist schon okay. Ich war draußen, ja. Steh auf.